Die offenen Tore zur Hölle erwarten uns hier in Kapitel 3, Episode 5 von Pirate Warriors 2. Willkommen also wieder zurück zu einem neuen Part und ich bin froh sagen zu dürfen, dass Lysop und Robin endlich wieder bei uns sind. Sie sind jetzt wieder normal geworden und wieder zurück in unserer Bande. Und es scheint, als nächstes geht es wohl nach Water 7, denn dort sollen sich Zoro und Sanji befinden. Und Gecko Moria und auch Blackbeard irgendwie, die versuchen offenbar Enies Lobby zu ihrer Basis zu machen. Und das wäre natürlich ganz schön schlecht. Na, jetzt bin ich sehr gespannt, was da jetzt gleich so abgehen wird. Also Segel setzen. Und jetzt können wir eben auch als Lysop oder als Robin spielen. Tja, es ist natürlich die große Frage, wen soll ich nehmen? Mein Crocodile wäre ja auch noch da. Sir Crocodile. Den wollte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Weil den habe ich nämlich noch nicht genommen. Ja, bisher, ich hatte schon Hancock und Ace und dann Bär und zuletzt eben Falkenauge. Aber ihn hier, den habe ich noch gar nicht dran genommen. Also, jetzt bitte nicht böse sein, aber ich würde persönlich doch lieber mal kurz Crocodile ausprobieren, weil ich hatte in keinem anderen One Piece Game die Möglichkeit, den mal zu zocken. Also Robin und Lysop müssen halt warten, die können ja später noch dran kommen. Es kommen noch einige Episoden. Also Berrywachstum, Level 27, zack. Vor allem der hat so eine geile dreckige Lache. Also, ich nehme jetzt Crocodile. Könnt ihr machen, was ihr wollt, aber ich will den einfach mal ausprobieren. Ich will sehen, was der mit seiner Sandfrucht so alles drauf hat. Also spiele ich jetzt echt mal einen eher bösen Charakter mit einem ziemlich fiesen Gesichtsausdruck. Also, let's go! Sampunyaro. ルフィ ティーチがいるというエニエスロビーを目指して航海を続けていた。その途上、とある港町で囚人たちを追い回すインペルダウンの監視たちを目撃する。な、監視たちが囚人を追いかけているようだがね。こんな場所に監獄の監視どもがいるなんてのは普通じゃねえ。 奴らも黒ひげ連合に下ったってことかよ。以前のティーチならマゼランに手も足も出なかっただろうが、奴の力はそこまで強くなりやがったってことか。おい、ビースタだ。あそこにビースタがいるぞ。ビースタが？本当だよ。こんなところに。まさか連れ戻しに行こうというのかね。そんなことではいつまで経っても。 Da sind ja einige bekannte Gesichter. Wir haben Magellan als feindlichen Kommandanten. Dann sehe ich da auch noch Buggy und Hannibal und wieder den Minotaurus aus dem Impeldown. Und eben Vista, der gerade erwähnt wurde. Auf unserer Seite Whitebeard, Marco und auch Ace. Und ich eben als Sir Crocodile. Ich bin wirklich gespannt, wie sich der spielen wird. Missionsziel, besiege Magellan. Na, was du nicht sagst, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Erste Anweisung, unterstütze Ace und Marco, aber klar doch. So, aber vorher natürlich wieder ab in die Kampfbereitung, Vorbereitung meine ich. Da müssen wir wieder einige Münzen auswählen. Was könnte man denn da nehmen? Moria und vielleicht Morias Zeichen und dann Poneglyph und dann noch hier den Himmelsinselkommandanten. So, der Angriff, Namis Zeichen und
nochmal Namiszeichen und Kabuto-Schleuder und ja, perfekter Klimataktstock, so. Und Verteidigung, das Einschlagdial, Einschlagdial, das heißt Impaktdial, ihr Trottel, haben die das mal dämlich übersetzt oder was? Das ist ein Impaktdial! Haben die doch im Deutschen auch Impact genannt. Naja, was soll's. So, dann Markus-Zeichen, ja, das passt schon. So, Fähigkeit auswählen. Ich glaube, da nehme ich mal, ne, Kombo-Verbesserung, das ist nicht so. Ist eher unnötig. Hohe Gewalt wieder mal und vielleicht wieder stylisch, weil dann können wir die Gebiete schneller einnehmen. Das ist immer praktisch. Nur hier, feindliche Territorien etwas einfach eingenommen. Und als Freund, Frankie? Wie wär's mal, wenn ich sie schon nicht so mitnehme, einfach mal Robin? Ich finde, das passt irgendwie, weil von früher, ne, wisst ihr ja, war Robin auch Mitglied in der Barockfirma als Miss Bloody Sunday, im Japanischen Miss All Sunday genannt, und da war sie die Partnerin von Sir Crocodile, also nehme ich sie jetzt mal als Freund mit. Und dann kann's auch endlich losgehen. So, die Gefängniswärter haben angefangen, mit den Gefangenen zu kämpfen. Der Effekt des Ortes nordöstliche Festung wurde aktiviert. Was denn für ein Effekt? Der Angriff der Feinde in allen Territorien ist gestiegen, offens. So, der Effekt des Ortes Westplatz wurde aktiviert. Die Verteidigung der Feinde ist ebenfalls gestiegen. Hey, was soll denn das? Ace und Marco bewegen sich auf Mist dazu. So, wieso uns beginnen, bringen Ace und Marco zu Vista? So, Sparky hat begonnen, mit den Gefängniswärtern zu kämpfen. Hannibal und Gefängniswärter rücken vor. So, Whitebeard's Crew rückt vor. Rücke vor und treibe dabei die Feinde um Ace und Marco auseinander. Territorium eingenommen. So, Crocodile hat Springblumenplatz eingenommen. Der Kampfgeist der Feinde ist gesunken. So, du blöder Kack-Minotaurus, die mag ich doch jetzt alle. Wüstenblume! So, den hat's jetzt auch erwischt. Der zieht sich auch zurück, der blöde Minotaurus. Und ja, sorry, dass ich da vorhin Quatsch erzählt habe, das ist ja gar nicht mal Water selber, das ist Orange! Weil das jetzt vorhin ja auch eingeblendet worden ist, das glaube ich jetzt total. Ich meine, die erzählen ja vorher was von Water 7 und ihr Enis-Lobby und dann sind wir aber hier. Das finde ich jetzt etwas verwirrend, aber was soll's, haben wir noch mal eine Münze, so. Was ist denn hier los? Scheißendreck Basenkommandant, kannst du mal verrecken hier. Sandsturm. Also Crocodile hat auch einige geile Angriffe. Sauberlos. Zack, was ist eingenommen? Machen wir gleich mal weiter, da vorne sehe ich scheinbar noch so einen Basentrottel. Wüstenblume! Boah, das ist aber doch eine geile Attacke, vor allem hat die so eine große Reichweite. Zack!
Oh, Verteidigungsplus. Ace in Schwierigkeiten? Nein! Das geht doch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Warum ist Ace in Schwierigkeiten? Ich komme! Ich komme! Hey, vor allem, wie sich Crocodile bewegt, der schwimmt einfach mal auf dem Sand. So, bestplatziert. Da ist wirklich mehr Angriffspower und mehr... der Angriff steckt, Verteidigung steckt, voll assi. Aber dafür habe ich schon 500 K.O. diese armseligen Wichte. Fieser Sandsturm. Er ist wirklich fies. So, jetzt mal ganz kurz das Nico Robin zocken, wenn auch nur als Freund. Ganz kurz, leider viel zu kurz. So, Musik gegen den Anfang schon mal erschienen, den mache ich gleich mal kaputt hier. Schwarz, schwarz. Toter Boden! Yeah, Groundo Death. So, wisst ihr nochmal? Wüstenblume. Und Territum eingenommen. So macht man das. Festplatz ist verschwunden. Wieso? Der ist doch noch da. Irgendwie wird das ein bisschen komisch übersetzt. Der Platz verschwindet nicht einfach, der fällt einfach in unsere Hand. Den haben wir erobert. Was soll der Quatsch mit von wegen, das ist verschwunden? Das ist doch Blödsinn. So, Wüstenschwert eher so. Crocodile, ja, der macht auch Spaß. Marco hat Vista erreicht. Very good. Jetzt auch noch Ace, bitte. So, Vista ist nicht auf Markus' Überzeugungsversuch eingegangen. Geh schnell zu Vista und nimm Ace mit, der ist doch eh schon hier. So, Ace hat Vista erreicht. So, Ace und Marco haben Vista überzeugt. So, Vista ist aufgewacht und die Strohweit mit Allianz beigetreten. Jawoll! Mission abgeschlossen! So, Marinekommandant ist aufgetaucht, das finde ich jetzt nicht so toll. So, Buggy flüchtet vor Marinekommandant, na das sieht ihm ähnlich. Die Tore für Hannibals Vorstoß sind offen. So, Magellan bereitet einen Giftangriff vor, na eh klar, was auch sonst. So, Mr. Three ist aufgetaucht. Ja, der soll auch mal was machen. So, Magellan hat Marinekommandanten auf Mr. Three angesetzt. Beschütze Mr. Three auf dem Weg zum Ziel. Jetzt mache ich erstmal Hannibal kaputt hier. Mr. Three vom Magellans Operation zu stoppen und da ist er erledigt. Buggy ist wieder auf den Ordner westlicher Festung aufgetaucht. So, Buggy flieht vor Marinekommandant. Immer noch. Stirb doch endlich mal, du Sack!
Geh mir auf die Nerven! Toter Boden! So, Marinekon hat es aufgenommen, Frage zuvor, wir haben schon 1000 KOs! あんた海賊王の船に乗ってた伝説のクルー大海賊道化のバギー船長だろ。確かに俺だが、あんたがいりゃ怖いもんなしだ。俺たちを部下にしてくれ。えバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギー。 こりゃ起死回生のチャンスかもしれねえぞ。静まれ派手バカ野郎ども。おめえらこの俺に命を預けてみるか。キャプテンバギー、俺たちはあんたについてくぞ。行くぞ野郎ども。新生バギー海賊団旗揚げじゃ。 Gefangen und Co. sind zu Buggy und der dritten Armee übergelaufen. So, Missionsbeginn, besiege Buggy und mach ihn zu deinem Freund! Himo, Ishimo, Tsuchimo, Hitomo, Kono Tenohira ni tsau mono subete suna ni kaeshite yaru. So, ein Schatz ist aufgetaucht, da unten, zwar jetzt erst. Ja, den schnapp ich mir aber mal, dass ich den nicht vergesse. Jetzt zur Hölle ist denn dieser gelbe Punkt da auf der Karte? Wer ist das? Achso, ein Gefangener. Ja, jetzt ist es ein toter Gefangener. Das ist ein Vollidiot. Na, ich hole mir wie gesagt erstmal wieder meine Geheimnismütze für die 1000 K.O.s ab. Nicht, dass ich die wieder vergesse, wie mir es schon einmal passiert ist bei irgendeinem Geheimnis halt. Und da ist es auch schon. Und zack. Ja damit. So, ist wieder eine Goldmünze. Oh, was wollt ihr denn hier? Bist du dumme? Buggy flüchtet vor Marinekommandant. Der flüchtet immer noch. So, der Marinekommandant hat den Ort verbündet mit Basenbügeln, weil der Buggy aus den Augen verloren hat. Buggy ist wieder aufgedacht, um Marinekommandant zu verfolgen. So, ey, wir haben doch hier keine Chance gegen meine Sandpower. Vielleicht sollte ich doch mal lieber da oben hingehen, damit Buggy endlich mal zu uns gehört. Wird er dann echt immer interessanter. Sandsturm. Ah, Goldschatz. 1000 Berries sind immer so geil, wenn man das findet. Alter, hier ist aber ganz schön was los jetzt. So, jetzt reicht's. Wüstenblume. Los Buggy, komm zu uns! Mach bei uns mit! Wir sind viel cooler! Und du hast Buggy besiegt! Mission abgeschlossen! Okay.
So, der Kampf gegen Sufandas ist mal wieder gesunken. Ja, wer kann, der kann. Ah, Bug ist wieder aufgetaucht und auf deine Seite gewechselt. Yeah, geil. Gefangen und Kosi mit Bug zu deinen Verbündeten geworden. Das wird ja immer besser. Die Bedingungen zum Sieg haben sich geändert. Pass auf, dass Buggy nicht fliegt. So, Magellan greift den Verbündeten aus und mit einem Giftangriff an. Ey, dieser Arsch. So, die Tore zum Ort nordwestlicher Festung sind offen. Die Gefängniswärter sind aufgetaucht und rücken vor. Ein Schatz ist wieder aufgetaucht. Geht oder oben, okay, da gehe ich mal hin. Wüstenblume! Schalte Magellan aus! Erstmal schnapp ich mir den Schatz! Buggy und die Armee der Gefangenen rücken vor! So, noch ein Geheimnis erhalten! Der Nettos Kanalrat, was bildet er sich ein? Marinekommandant ist aufgetaucht! Was ist denn hier los? Magellan hat mit dem Marinekommandant befohlen, Buggy anzugreifen! So, pass auf, dass Buggy nicht flieht, oder er ist sowieso mehr oder weniger in Sicherheit, also was soll da schon passieren? So, Hannibal ist wieder aufgetaucht, bewegt sich auf White Bit zu, was zur Hölle? Und Territorium eingenommen! So, pass auf, dass White Bit nicht flieht! Jetzt ist Wissen Schwierigkeiten, natürlich. Minotaurus ist auch wieder aufgetaucht und bewegt sich auf Buggy zu. Und was? Flugversuch bei Ace? Nein! So, pass auf, dass Buggy nicht flieht, jetzt flieht er gleich Ace. Und das finde ich jetzt nicht so cool. So, wo ist der jetzt genau? Moment, Streitmacht. Ace, ah, dort. Na, da bin ich ja eh gleich. So, der Kampfgeist des Feindes ist wenigstens wieder gesunken. Ace steht kurz im Rückzug, na von wegen! So, ich hab geholfen! Und jetzt reicht's! Toter Boden! Geht alle verrecken, Mr. Smith das Ziel erreicht! So, Mr. Smith sie wurde zurückgezogen, um den Giftangriff aufzuhalten! Na bitte! Ich bitte darum! So, Magellans Giftangriff wurde gestoppt. Yes. Sehr gut. Crocodile half Ace. Ja, das weiß ich. So, Mr. Three ist wieder aufgetaucht und ist dort ein Fluchtversuch. Will ein Unternehmen, vergiss es. So, hier bin ich auch schon da, geholfen. Crocodile Half Vista und da ist wieder Hannibal, der olle Sack. Und toter Boden. So, ist er nochmal, hä? Toter Boden. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Oh, du bist mir nicht gewachsen! Wüstenblume! Erblühe! So, Hannibal ist gleich hin! Los, komm schon! Und das war's für Hannibal! Guck mal, dass Hannibal besiegt! Ja.
Na, wo kommen die denn jetzt alle her? Und ja immer mehr von diesen Deppen. So, und das hier vorne, jetzt gefällt mir jetzt auch nicht, dass hier so viele von diesen Spacken sind. Was? So, Wüstenblume! Ja, voll der geile Flächenangriff. Kann man echt nicht meckern. Das ist es für die Schwierigkeiten, ey Mann! Wie das nervt! Kriegen die denn selber nichts gebacken, hä? So, der ist einmal Rückzug hier. Und du am besten auch gleich. Sandsturm! So, die werden hier alle abgewatscht hier. Alle kriegen hier Ohrfeigen von Robin verpasst. Was war das gerade? Richtig geil. So, wo zur Hölle ist Ace schon wieder? Ace da drüben. Okay, da komme ich gleich mal hin. Da schauen wir vorbei. Und Vista ist auch hier. Den habe ich ja gerade geheilt. So, SP bin wieder voll. Was bist du denn hier, du blöder Basenkommandant? Ja, voll geil, 2000 Daos. Ist immer noch dieser scheiß Minotaurus. Kannst du mal sterben? Wüstenblume! Der lebt ja immer noch. Aber gleich nicht mehr. Was? Der blöde Basenkommandant, der soll sich auch mal verbissen, oder? Willst du nochmal eine Wüstenblume in die Fresse, hä? Bitteschön. Take this! Und da hat sie ihn erwischt. So, was für eine Missgeburt. So, Style ist wieder voll. So, und jetzt hier ohne weitere Umschweife ab in die feindliche Basis, bevor da noch was mit unseren Verbündeten passiert, ne? Da ist Magellan, den mache ich jetzt alle. So, Bugge steckt in Schwierigkeiten, das ist aber nicht so schön. Aber ich bin sowieso hier, ich werde dich schon unterstützen, so Magellan. Du kriegst jetzt dein Fett weg. Und Achtung, toter Boden! Mein Gott, was macht der jetzt? Verwandelt der sich in seine Teufelskraftform? Obwohl, das ist ja nicht Logia, das ist ja Paramesia. Es glauben ja nur viele, dass das Logia ist, aber das ist ihr Glaube. Magellan kann sich nur mit Gift umgeben, sie kann man nicht vollständig in Gift verwandeln. So, jetzt reicht's hier. Was? Knacks! Schlitzbam, boom, bang, bam! Was? War gegen Schwierigkeiten verarschen? Warum das denn? Oh, ich helfe dir doch schon. Hier, bitte! Nein, deine Vorstellung ist nicht vorbei. Crocodile hat Buggy geholfen, also... Es geht weiter! Wüstenblume! Jetzt drehen wir doch mal richtig auf hier. Was? Schnitz, bam, boom, erstmal den Anführer killen. Ja, Territorium eingenommen. Und jetzt ist Magellan dran. Jetzt gehörst du mir. Jetzt mache ich dich fertig. Du hast Magellan besiegt. Ja! Rot-White-Bit-Allianz haben die Gefängniswerte besiegt. Na, das lief mal richtig gut wieder.
Ja, also Oxer Crocodile hat geile Angriffstechnik drauf und vor allem so einen geilen Flächenangriff mit Wüstenblume, toter Boden ist einfach nur geil. Also ich habe es nicht bereut, dass ich ihn jetzt als Kämpfer genommen habe. Finde ich richtig super. Kaizoku no kaku ga chigau nda. Oyaji, sumare. Ore wa tondemonee koto o. Yuruse yo, Bista. 息子一人守ってやれねえとは俺も衰えたぜ。悪いのはティーチの野郎だ。早く何とかしねえとな。親父、エース、すまねえ。そんで、なんでお前ここにいるんだ？白ひげにどうしてもと頼み込まれちゃ、俺の男だ。力を貸してやろうと決めたのよ。天下目前まで上り詰めた大海賊同盟の元名手である俺様が来てやったんだ。大船に乗ったつもりで言いやがれ。その同盟をあっさり黒ひげに乗っ取られたんでしょ。うるせえ。だがそれも事実だ。黒ひげのやつをぶっ飛ばすまで収まらねえんだよ。一緒に戦おう。黒ひげをぶっ飛ばしてるのは俺だって同じだからな。え？おお。でもそれにはゾロとサンジの力がいるんだ。先を急ごう。エニエスロビーで二人が待ってる。Wie der lachen kann. Naja, also ich bin sehr zufrieden, auch mit Sir Crocodile mal kämpfen zu dürfen. Und es bleibt also weiterhin spannend. Das heißt, als nächstes geht es dann hoffentlich wirklich nach Enis Lobby. Alles deutet stark darauf hin. So, neue Fächer auf der Straße von Crocodile verfügbar. Fachleben 1 hinzugefügt. So, und Robin ist gleich mal als Freund bis auf Level 5 aufgestiegen. Das finde ich sehr schön. So, dann einmal Band der Freundschaft. Synergie. Überlass die Techniker mir. Und eine silberne Robin-Münze. So, da gibt es ja einige neue Münzen wieder. Zum Beispiel in Silber mal Okta und dann 276, das scheint irgendwas zu trinken zu sein, vielleicht eine Flasche mit Rum oder Wein oder was weiß ich. Und dann in Silber Sanjis Zeichen und dann auch noch Frankies Zeichen und in Gold einen Buggy Ball und keine Ahnung, was ist das S mit den gekreuzten Knochen sein soll, weiß ich jetzt nicht, und eine silberne Robin Münze. Alter, wie geil. 1.260.000 Beere, das finde ich nice. So, du kannst jetzt als Buggy spielen. Und Freunde, Episode Log von Buggy ist jetzt im Piratenlog verfügbar. Und ein neuer Gegenstand in der Galerie ist mal wieder zur Verfügung und natürlich auch im Beere-Shop. Tja, und was sagt man dazu? Es gibt sogar noch eine sechste Episode hier im dritten Kapitel. Hol die Crew zurück. Und das werde ich natürlich im nächsten Part dann auch tun. Also, wir sehen uns, Leute. Ciao.